Na, Tag auch. Ich habe heute mal wieder ein Fahrradthema für euch. Und zwar geht es darum, ich kann zurzeit 2 Tage in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was saugeil ist. Und es wird aber gerade Herbst und abends, die Abende sind einfach schon komplett dunkel, wenn ich nach Hause komme. Und gerade eine Stelle, durch die ich da fahren muss, die ist echt komplett unbeleuchtet. Also habe ich irgendwie mit meinem kleinen Scheinwerfer, der ursprünglich mal an diesem Trekkingrad verbaut war, überhaupt keine Sicht. Also habe ich mir mal im Netz 3 verschiedene Scheinwerfer bestellt, in verschiedenen Preiskategorien. Und jetzt will ich mal gucken, welchen ich da so auswähle und dann montiere. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bislang ist an meinem Fahrrad ein Halogenscheinwerfer verbaut. Der hat eine Standlichtfunktion, hinten einen An- und Ausschalter und wird über einen Nabendynamo betrieben. Und da stehen die 3 Herausforderer. Da ist als erstes der Scheinwerfer von Linkbest mit einer LED drin. Der ist zum Preis von unter 20 Euro zu haben, liefert 40 Lux Helligkeit und was ich relativ cool finde, ist eine 2. Halterung dabei. Der Scheinwerfer selbst sieht relativ unspektakulär aus, hat eine sehr robuste Befestigung für den Rahmen. Was allerdings relativ schwergängig ist, ist der Schalter. Das wäre mir aber egal, weil bei mir die Lampe eh immer anbleibt. Was ich cool finde, ist diese zusätzliche Halterung. Kann ich entweder die Lampe direkt am Lenker auch befestigen oder zum Beispiel zusätzlich noch eine GoPro befestigen. Das würde passen. Dann kommt die AXA Blueline 50. Die kostet so zwischen 40 und 45 Euro, liefert 50 Lux und hat bereits eine Standlichtfunktion. Die Lampe hat hinten einen Tastschalter, den ich ehrlich gesagt nicht so cool finde, weil dann sieht man von oben, also aus der Fahrposition, überhaupt nicht, welcher Modus gerade eingestellt ist. Dafür ist die Halterung am Rahmen relativ variabel. Ich kann es also in unterschiedlichen Winkeln anbringen, ohne dass ich gleich was verbiegen muss. Und zum Schluss noch die Busch & Müller Sciotec Premium. Die kostet zwischen 45 und 50 Euro, hat bereits 80 Lux, hat eine Standlichtfunktion und einen Sensormodus für Tagfahrlicht. Auch hier ist die Bauform relativ ähnlich und unspektakulär. Die Halterung ist stabil ausgeführt aus Niroster und der Drehschalter zeigt eindeutig von oben aus der Fahrposition auch sichtbar den Modus an. Aber kommen wir erstmal zur alten Lampe. Also das war wie gesagt eine Halogenlampe mit Standlichtfunktion. Hinten auf der Rückseite hatte sie einen An- und Ausschalter und betrieben wurde sie über den Nabendynamo. Den wollen wir auch so erhalten. Deshalb lösen wir erstmal das alte Kabel. Und lösen auch die Lampe. Die ist meistens oben an der Gabelkrone verschraubt. Da müsst ihr einfach mal gucken, wie das bei euch so gelöst ist. Meist hängt da auch noch das Schutzblech mit dran, falls ihr eins habt. Guckt einfach, dass ihr das alles abkriegt, aber die ganzen Sprengringe und Unterlegscheiben am besten hinterher wieder in der gleichen Reihenfolge montiert. Mich interessiert natürlich vor allem nun, für welche Lampe ich mich entscheide und das aufgrund des Leuchtbilds. Dazu habe ich die Lampen alle nebeneinander mal auf ein Holzstück montiert, einen professionellen Teststand, und würde das Ganze jetzt über den Nabendynamo, der in einem Zentrierständer steht, verbinden. Die Verkabelung ist natürlich noch etwas improvisiert, aber hilft auf jeden Fall, dass man alle 4 Lampen mal nacheinander durchschalten kann und im Leuchtbild vergleichen kann. Hier zeigt sich schon mal, dass sie auf jeden Fall alle wasserdicht sind. Es fängt nämlich an zu regnen, aber trotzdem läuft alles. Um die Leuchtbilder aber wirklich vergleichen zu können, braucht man natürlich Dunkelheit. Und die kam dann wenig später auch. Also habe ich mich mit meiner Taschenlampe nochmal raus in den Garten gewagt und die Lampen einzeln durchprobiert. Hier stellt sich allerdings relativ schnell raus, dass die Kamera wegen ihrer Empfindlichkeit gar nicht so richtig in der Lage ist, eine aussagekräftige Aufnahme zu machen, wo man wirklich die Unterschiede der einzelnen Leuchtbilder beurteilen kann. Also habe ich das Ganze nochmal im Fotomodus gemacht und zeige euch hier mal die Vergleiche. Die Halogenlampe ist natürlich relativ desaströs. Der dunkle Eindruck bestätigt sich hier und der Kegel ist relativ punktförmig, das heißt, das Nebenfeld beim Fahren wird relativ schlecht ausgeleuchtet. Auch der Linkbest mit seinen 40 Lux ist zwar deutlich heller, aber der Kegel ist auch relativ zentriert. Das heißt, Sachen neben der eigentlichen Fahrbahn werden nur schwer erkennbar sein. Das bekommt der AXA Blueline besser hin. Er hat zwar nur 10 Lux mehr, verteilt die aber schon über eine deutlich größere Fläche. Ich finde das Licht allerdings noch relativ fleckig. Am besten gefallen hat mir der Busch & Müller.
Der macht wirklich ein sehr homogenes Leuchtfeld und der Spot oben mittig, der lässt sich relativ weit nach vorne schwenken, sodass ich eine maximal große Fläche auf jeden Fall zur Verfügung habe, in der ich gleichmäßig alles erkennen kann, was für mich in Fahrtrichtung relevant ist. Und damit ist für mich auf jeden Fall die Entscheidung gefallen. Ihr müsst natürlich selbst darüber urteilen, wer vielleicht gar nicht so auf unbeleuchteten Wegen nachts unterwegs ist, sondern viel nur im städtischen Bereich herumfährt, der muss sich sicherlich nicht unbedingt einen Scheinwerfer für 50 Euro verbauen. Ich gönne mir das Ganze aber und zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie ihr den Scheinwerfer wieder am Fahrrad montiert. Nämlich eigentlich rückwärts, wie ihr es auch demontiert habt. Also befestigt ihr als erstes die Lampe vorne an eurer Gabelkrone oder wo auch immer sie bei euch am Fahrrad montiert wird. Und verbindet dann das Kabel wieder mit dem entsprechenden Stecker für den Nabendynamo. Das sind zwei Kabel, die zur Lampe geführt werden. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr es richtig rum anschließt. Die Masse ist jeweils beschriftet. Natürlich solltet ihr das Kabel sauber an der Gabel entlang führen, damit sie es nicht in den Speichen verheddern kann. Und dann solltet ihr auch noch das Rücklicht wieder anschließen. Das wird ebenfalls über zwei Kabel durchgeschliffen über den Frontscheinwerfer. Und auch hier solltet ihr auf die richtige Polung achten. Und damit seid ihr dann eigentlich auch wieder fahrbereit. Wie gesagt, seht zu, gerade in der dunklen Jahreszeit, aber auch sonst, dass ihr gut sichtbar seid und gut beleuchtet seid. Es dient letztendlich eurer eigenen passiven Sicherheit. Ansonsten hoffe ich, hat das Video euch gefallen. Hilft euch vielleicht ein wenig bei eurem Umbau, eurer Entscheidungshilfe, wobei auch immer. Dann würde ich erstmal sagen, tschüss und bis die Tage, bis zum nächsten Mal.